Es ist morgens, es ist 5 Uhr früh. André schlafen, ich bin stets bemüht, hab die Schnauze. Hör niemals voll, was soll ich machen? Guck mal, was ich cooles hab. Leute, es ist 5 Uhr. Wir müssen gleich den Bagger verladen. Wir müssen gleich zu Kinder. Eben was 5 Uhr, jetzt ist es 6 Uhr. Wie sieht es um 6 Uhr aus? Nämlich so. Den Bagger laden. Wir müssen nämlich um 7 auf der Wilhelmsburger Reichstraße sein. Leute, kommt der Steinsetzer. Es gibt so viel zu filmen heute noch. Ihr werdet noch so begeistert sein, ehrlich du. Aminasti Kette. Jetzt steht der Bagger schon auf dem Tieflader. Gestern verkündet, heute geschehen. Hier seht ihr. Simon, wenn du das siehst, Biermann oder Bio, ich muss jetzt mal echt lügen, peinlich. Der Muldenfahrer hier, Trecker Mulden. Daumen hoch an dich und deine Jungs. Ja. Und wie gesagt, wir machen hier jetzt Bankette und so einen Notweg dahinter der Lärmschutzwand. Und jetzt haben wir den Bagger hergebracht und alles. Und jetzt muss ich schon wieder zum nächsten Termin. Oh, was habe ich denn hier für eine geile Weste? Wollt ihr auch so eine haben? Guck mal, jetzt sind wir hier nämlich bei den Steinsetzarbeiten. Jetzt fangen wir an, die Bohle zu setzen hier und dann die Fläche zuzupflastern. So, hier sind die Bohle. Boah, du stirbst hier noch auf der Baustelle. Hier haben wir die schon ausgeteilt. Kommt gleich Beton. Heute Morgen hatten wir schon 4 Kubik. Mittag kommen nochmal 4 Kubik und dann eine Stunde später kommen auch nochmal 4 Kubik. Und dann haben wir hier alles und können dann die Fläche mit den Bohren zumachen. Dann müssen wir nächste Woche noch die Trommeln setzen und anschließen. Das wollte ich ganz gerne, wenn die Bohre drin sind, weil nachher sind 20 cm zu weit hinten oder was und dann ist schon wieder alles scheiße, weißt du? Ja, also von daher gucken wir mal. Und ich muss jetzt nach Hamburg. Und was wollte ich in Hamburg? Die Jungs mal richtig in den Arsch treten. Jetzt wird das natürlich alles ein bisschen enger hier. Wir machen hier nämlich jetzt das Feinplanum. Das Schotterplanum haben wir jetzt 5 cm tiefer gemacht für die Leute, die das interessieren. Nicht, dass welche schreiben, Gio, wo ist denn der Bus? Welcher Bus? Mit den Leuten drin, die das interessieren. Wir haben das jetzt 5 cm tiefer gemacht. Da haben wir nämlich den Blitzableiter hier jetzt durchgelegt. Hier kommt nämlich eine Folie rauf, die sehr empfindlich ist. Und die darf nicht beschädigt werden. Wenn wir den auf den Schotter legen und dann kommt ein Gewicht drauf oder irgendwas, dann wird diese Folie beschädigt und das wollen wir natürlich vermeiden. Und von daher machen wir nämlich mit gesiebtem Sand hier die letzten Zentimeter. Und dann kann das nämlich abgerüttelt werden, nochmal abgekatscht werden, Folie rüber, dann hast du es tipptopp. Folie liegt sicher und sauber. Ja, ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken, weil wir nämlich hier noch die ganze Außenanlage machen. Den Bagger mit dem Bagger. Dann habt ihr das nämlich auch schon mal gesehen. Ich werde jetzt wieder ins Auto steigen. Guckt ihr mal bitte. Warte, das muss man jetzt mal zeigen. Kann man das sehen? Ja, das ist so verschwommen, ne? Kann man nicht sehen. Die Hitachi-Uhr. Ich habe eine Uhr von Hitachi hier. Und guckt mal. Na, wie sieht die aus? Ja, ich habe nämlich gleich um 14 Uhr die nächste Baubesprechung. Sprich in einer halben Stunde. Und dann geht die, denke ich mal, eine Stunde, dann ist 15 Uhr, dann war's das für heute. Dann werde ich in die Fahrschule fahren, nochmal für CE ein paar Unterrichtsstunden durchdrücken. Und dann war's das nämlich auch schon wieder. Und morgen ist Donnerstag, neuer Tag. Ich finde es immer wieder bewundernswert, es ist heftig. Auch die Architekten, ich denke immer, diese scheiß Pläne, kriegst du Kopfschmerzen, aber nachher passt alles wie Arsch auf einmal. Dazu sind die Pläne auch da, ihr Vollidioten, ne? Leute, tänze! Gute Leistung. Die Jungs haben mir heute schon fast die Hälfte reingekloppt, Alter. Das sind insgesamt 400 und ein paar zerquetschte Meter. Ja, sehr schön, das freut mich. Das ist immer so frustrierend, wenn du lange auf einer Baustelle bist und dann nichts richtig läuft, dann schlechtes Wetter, dann musst du schlecht Wetter machen, 2-3 Wochen, dann Frost, dann dies, dann... Ah, ist das alles so in die Länge gezogen, so zäh wie so ein Kaugummi, weißt du? Dann bist du froh, wenn du hier
nach einer Besprechung herkommst, guckst und dann ist schon richtig was geschafft und top, da freue ich mich drüber. Tolle Jungs, echt, klasse, so muss das sein. Laut meiner geilen Hitachi-Uhr habe ich jetzt noch 50 Minuten und darum schmeiße ich jetzt mal den Bagger an. Ach, da kann ich dann nämlich noch mal ein bisschen Beton glatt rühren. Vor der Hardware, was übrig ist, so weißt du, der Rest. Oh, ihr müsst ihn wegkommen. Das geben wir mal einen Augenblick, der kann ein bisschen warm laufen. Ne? Und dann hören wir ein bisschen Musik. Guckt euch das mal an jetzt. Jetzt haben wir den Sandplan hier in der Halle fertig. Die können wir nicht weiter wegen dieser Rohrleitungsbau da hinten. So sieht das hier aus. Ja, wir kriegen momentan wieder so viele Anfragen. Ich freue mich darüber richtig, weißt du das? Weil das ist immer so eine Bestätigung. Das ist schön. Jetzt ist der Frost weg, der Winter weg. Ich hoffe es zumindest. Wir haben ja erst Februar. Sag niemals nie. Aber boah, ich kann 5 Stunden 55 Minuten filmen. Also, das war damals so mit der SPD. Pass gut auf. An die LKW-Verkäufer, wer hat Bock, mir einen Dreiachser zu verkaufen? Der soll Bescheid sagen. So, ich mache hier Dulli-Arbeit. Bin begeistert. Jungs, können ja doch was. Oh, oh. Das geht jetzt mal an die Verkäufer. Vielleicht hat ja irgendeiner Bock, MAN, Scania, DAF eine Kooperation mit mir zu machen, beziehungsweise mir einen LKW zu verkaufen und den wir dann selbst konfigurieren. Ich will ganz gerne unsere Farbe haben, dann will ich ganz gerne Bullenfänger, Dachscheinwerfer, der soll blinken, leuchten und hast du nicht gesehen, Container dazu, Dreiachser Tieflader. Mal ganz kurz, so sieht das jetzt aus, was wir hier gebastelt haben. Ja. Also falls irgendein Verkäufer, MAN, Scania, DAF das sieht, vielleicht auch Mercedes, keine Ahnung, sagt Bescheid, ich bin gern bereit, dass wir irgendwie so Mitte des Jahres ein LKW fertig haben, fertig, und dann kann das losgehen, die wilde Reise. Also meldet euch. Und wenn keiner Lust hat, dann mache ich das wieder in das Zufallsprinzip, dann gehe ich da, wo mich das am meisten anspricht. Ich habe jetzt nämlich bei MAN schon, ich glaube, 8-mal angerufen, entweder keine Verkäufer frei oder ich stelle sie durch und da kam auch nichts, also das war nicht so doll bis jetzt. Ich telefoniere da auch nicht weiter hinterher. Dann gehe ich jetzt andere an. Also falls jemand Interesse hat, haut rein, sagt Bescheid. Bin ich Edwin Kenneck? Leute, vielen Dank für eure Unterstützung, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ihr müsst mich aber nochmal unterstützen, bis wir die Verträge denn die nächsten Tage unterzeichnet haben. Ihr werdet euch freuen. Vielleicht werdet ihr sogar bald in Zukunft mehr Fernsehen gucken. ich werde das erst richtig kundgeben, wenn das auch durch ist, das Thema. Also von daher halte ich da noch den Ball flach. Aber ihr müsst mich weiterhin unterstützen, nämlich indem ihr... Moin, bitte. Nämlich indem ihr Folgendes macht. Unterstützt mich bei Instagram, bitte. Weil da achten jetzt gewisse Leute drauf, dass ihr es ausschlaggebend. Ihr müsst mich unterstützen, ihr müsst mich da abonnieren, ihr müsst mir folgen. Ihr müsst unter die Kommentare, genau wie ihr es bei D-Max gemacht habt, 2000 Kommentare unterhauen. Bitte tut mir den Gefallen. Wir werden heute zeitgleich mit dem Vlog ein Foto hochladen. Seid so lieb, haut dieses Foto in die Luft, Alter. Macht da von mir aus 5000 gefällt mir drauf. Aber bitte unterstützt mich da jetzt nochmal. Zumindest die nächsten Tage, bis alles unter Dach und Fach ist. Und dann könnt ihr auch so mich so komplett so sein lassen, wisst ihr? Jo, das wäre lieb. Also macht das bitte mal, ja? Haut raus, unterstützt mich. Ich danke euch, ihr seid die Besten. Wie gesagt, wir sehen uns auf der Bauma. Joa. Und dann kommt ihr alle dahin und da wird vielleicht auch ein Fernsehteam dabei sein. Vielleicht kommt ja Christoph 107, dieser Hubschrauber, und dann fliegen wir mit einer Runde. Alter, guckt euch das Ding mal an. Alter, Achtung. Was wiegt das Teil? Scherzer. Warte, Gewicht. Den willst du nicht kaufen. Was wiegt der? Keine Ahnung. Manchmal könnte ich meinen Jungs richtig so ein Ding geben, wisst ihr? Guck mal, mit was für einem Pimmelgurt ich jetzt den Rüttler hier festmachen muss. Meine Gurt ist bis 2 Tonnen, ne? Hier.
weil ich einfach im Auto einen Gurt und eine Ratsche habe, aber die Ratsche ist weg. Ich habe nur noch den Gurt da. Und Knoten ist ein bisschen schlecht, dann nehme ich doch lieber den 2-Tonnen-Gurt. Aber wenn ihr das seht, Jungs, ihr kriegt gleich eine richtige Bombe. So, Rüttler ist drauf, ist richtig verzurrt. Kann losgehen, die wilde Fahrt. Danke nochmal an Wacker für den super Service hier eben wieder. Hier bin ich auch gerne, hier passt das einfach. Du rufst an, die kümmern sich, die sind sehr zuvorkommen. Ehrlich, sowas mache ich haben. Es geht nicht, das geht nicht darum, ums Geschleime oder sonst irgendwas, sondern dass es einfach läuft, weißt du? So, jetzt sind wir auf der Baustelle hier in Hamburg. Nochmal gucken, was die Jungs machen. Schotter haben wir gekriegt mit BKH, das klappt mega gut, Baustoffkonto Hamburg. Dafür erstmal vielen, vielen Dank, ehrlich, geiles Team seid ihr. Schnur gespannt hier, ach, jetzt sehen die, dass wir kommen, jetzt pflastern, jetzt hier, schaufeln die wie die Wilden, weißt du? Dann fängt kann sich liegen, ne? Muss auch irgendwas da rein, also Spaß Aha, ja, das ist mal ein Service hier. Jetzt zerfetzt dich, Digga. Was kaputt, Junge? Was sind die Scheiße, Digga? Hier haben wir Jens, den fliegenden Teppich. Mal sehen, ob Nils sich freut. Ey, Herr Nilsson! Guck mal! Der fliegende Teppich Jens! Bitte, schenke ich dir. Jetzt brauchst du keine Pritsche mehr, jetzt kannst du mit dem Teppich zur Arbeit geflogen kommen. Jo! Ich bin wieder back. Also es ist der 13. tatsächlich. Samstag den 13. bei der... Was ist das jetzt? Bauma. So, bei der Bauma. Und da werden noch Maschinen vorgestellt. Und da wird auch ein Bagger von mir stehen. Aber mehr verrate ich erstmal nicht. Ich sag euch, das wird so geil, Alter. Ich sag, oh, mein Telefon, ich muss Schluss machen. Tschüss. Leute, jetzt zeigt mir mal, wie man einen Plan zieht. Ich zeig euch mal, wie man einen Plan zieht, wollte ich sagen. Ja, okay. Ja, mach mal. Ja, okay, komm. Ja, diese Beine kriegen gar nichts hin. Das sind richtig scheiße. Gell, mach, nimm mal. Er fängt ja jetzt an zu arbeiten. Ja, den Plan hab ich gezogen. Tiefer! Am Ende ziehst du immer hoch! Ja, wir haben den Bagger verstellt hier. Genau, alles kann. Guck mal, gar nichts kann er. Guck mal, diesen kleinen Pult hier. Ja, zieh doch mal! Ja, ja, hier, guckt euch die Lunge an hier. Jetzt pass auf, du kannst euch. Du kannst gar nichts. Ihr Schwein, ihr Drecksack, ihr habt gesagt, kann mir den Kübel nicht in den Arsch rammen. Mädel, Leute. Ja, pass auf, dass Heil da nicht trifft. Da ist doch schon viel zu hoch, Mann. Er kann gar nichts.